Thorsten Kütscher, herzlich willkommen beim Bremer SV. Wie sehr freuen Sie sich auf Ihre neue Aufgabe? Ja, riesig eigentlich. Ich habe jetzt wieder eine Aufgabe und finde ich ganz toll, also in der Regionalliga mit so einem Verein, der Tradition hat, viele Zuschauer. Und ich bin froh, dass ich hier gelandet bin. Und wie ich schon vorhin gesagt habe, ich muss mich bedanken beim gesamten Vorstand, beim Bremer SV, die mir das Vertrauen jetzt ausgesprochen haben, hier zu arbeiten. Und ich habe es ja auch jetzt auch schon gesagt, ich werde jeden Tag dran arbeiten, mit Leidenschaft, dass wir das große Ziel, die Klasse zu halten, im Endeffekt erreichen werden. Wenn ich jetzt Spieler wäre, würde ich sagen, oh, da kommt ja eine ganze Menge auf mich zu, das könnte wenig lustig werden in den nächsten Wochen und Monaten. Ja, wie ich das schon gesagt habe, dass ich bei vielen Trainern, ich habe viele Trainer in meiner Laufbahn selber gehabt, und nimmt man immer was mit bei jedem. Wie gesagt, ob das ein Hans Meyer war oder Rolf Scharfstahl, Peter Neurohr, Kalli Feldkamp, wo ich überall gespielt habe, und das nimmt man raus. Aber das Wichtigste habe ich trotzdem von allen entnommen, ist die absolute Fitness im Leistungssport, und das ist bei uns auch wichtig. Und ich werde das auch meiner Mannschaft sagen, rüberbringen, die meisten werden das auch wissen, aber das ist brutal, man muss fit sein. Und gerade in der Regionalliga, wo wir jetzt spielen, die wird brutal schwer für uns, für den Bremer SV, aber wir brauchen keine Angst haben. Und das Wichtigste ist, wenn wir fit sind und wenn wir uns gut vorbereiten, haben wir auch die ganz normale, reelle Chance, die Klasse zu halten. Das ist mein Ziel. Für viele Spieler ist es natürlich trotzdem eine Umstellung, weil keiner ist hauptberuflich Fußballer bisher gewesen. Das heißt also, das muss ja auch erstmal überhaupt in diese Lebensabläufe reinpassen sozusagen. Sind Sie da guten Mutes, dass das klappt? Das wird ein Mehraufwand an Training sein? Ja, es wird mehr Training sein, aber ich weiß, viele sind dann, die kommen abends von Arbeit, und wir werden das richtig koordinieren, wir kriegen das hin, und das heißt ja nicht, dass ich jetzt Brutalo bin, der jetzt jeden Tag hier mit irgendwie, nein, wir wollen Fußball spielen, aber es ist die Vorbereitung, das ist das so, wir müssen was machen, und aber deshalb werden wir nicht sterben. Wir machen uns ordentlich fit, und wir bereiten uns vor, taktischen Bereich, auf konditionellen Bereich, und wichtig ist, dass wir eine Mannschaft zusammenkriegen, die mit Herz spielt, dass wir zusammenhalten, als Mannschaft, als Einheit auftreten, das ist das Wichtigste, und das ist mein Ziel. Sie haben sich schon mit Kapitän Kmitsch ein bisschen ausgetauscht, worum ging es? Ja, wir haben uns jetzt schon mal ausgetauscht, weil er hilft mir viel jetzt, er stellt mir viele Spieler vor, welchen Charakter die haben, und wo die Schwächen, die Stärken sind, das ist überragend. Und ist ja auch einer, der wirklich vorneweg geht. Der hat da mit Leistung überzeugt voll in den ganzen Spielen, die ich gesehen habe. Und ist ein ganz wichtiger Spieler, wichtiger Baustein des Vereins, ja. Viele kennen Sie natürlich vor allem als Fußballer, als Profi, vor allem von Dynamo Dresden. Als Trainer hat man jetzt in letzter Zeit nicht ganz so viel von Ihnen gehört. Ich glaube, 2019 bei Borussia Bautzen war Ihre letzte Station. Was haben Sie in der Zwischenzeit gemacht? Da habe ich mit einigen Ex-Profis ein paar Fußballschulen gemacht. Ich war mittlerweile auch ein halbes Jahr jetzt wieder Sportlehrer an der Schule. Aber das ist nicht vergleichbar mit Trainer. Und ich bin in 2, 3 Vereinen, war ich auch schon kurz davor, Trainer zu werden. Und hier hat es hingehauen, habe ich es geschafft und habe Glück gehabt. Deshalb bin ich sehr froh, dass ich hier bin. Und der Verein, den habe ich ja auch schon gesagt, jetzt ist zum dritten Mal, dass ich dankbar bin, jetzt ein Vertrauen bekommen zu haben, hier Trainer zu sein. Ist ja schon auch eine tolle Herausforderung. Sie haben selber schon ein bisschen angedeutet, Aufstieg, Regionalliga, dann dieses Pokalspiel gegen Schalke 04. Wie ist das, in so eine Euphorie reinzukommen sozusagen und da dann anknüpfen zu können? Ja, das wird nicht einfach. Weil die Spieler müssen das erst verinnerlichen, eigentlich, dass es nicht so weitergeht. Also in der Bremenliga alles fast gewonnen. Und jetzt werden ein paar Niederlagen mehr dazukommen. Das ist so, weil es ist eine brutale Liga, und wir müssen dort versuchen mitzuhalten. Und das ist eigentlich das Erste, was ich den Spielern klar machen muss. Das ist, und dafür müssen wir viel tun. Aber ich bin guten Mutes, und wir haben auch Spieler dabei, die guten Fußball spielen. Jetzt eine Klasse höher, aber jeder will sich beweisen, das haben sie auch verdient. Und die ganze Saison, die sie gespielt haben, ist alles verdient. Ich habe mich riesig gefreut auch, und freue mich aber trotzdem jetzt umso mehr hier zu sein.